Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die gestrandeten Tiere der Arche Noah haben es im Moment etwas schwer, denn es fehlen Interessenten. Auch die vor einer Woche vorgestellte, wegen Zeitmangels abgegebene West Highland Terrier-Mischlingshündin Kira hat leider niemanden gefunden. Dabei braucht die süße Schmusebacke endlich Menschen zum Kuscheln. Vielleicht bringt der Frühling wieder die Lust auf ein lustiges, ausgefülltes Leben mit einem vierbeinigen Freund. Heute haben wir wieder ein ganz reizendes, liebes Hundemädchen, das dringend Menschenfreunde braucht. Daisy wurde wahrscheinlich im Februar 2015 geboren und kam mit ein paar Leidensgenossen über das Veterinäramt zur Arche Noah. Da der Besitzer verstorben ist, konnte das Alter dieser Hunde nicht genau ermittelt werden. Die kleine Daisy hat bisher noch nicht viel gelernt und braucht Menschen, die ihr das Mensch-Hunde-Leben beibringen. Daisy tut mit Sicherheit ihr Bestes dazu, das kann man sofort erkennen, wenn man ihr begegnet. Ganz schnell wird Daisy lernen, in einem Menschenrudel zu leben, denn Parson Russell Terrier gelten als sehr gelehrig und freundlich. Daisy könnte in eine Familie oder in jede andere Konstellation gegeben werden. Wenn Interessenten noch keine Hundeerfahrung haben, wäre eine Hundeschule sicher gut. Menschen mit Hundeerfahrung werden Daisy die neue Welt selbst beibringen können. Da die Hündin mit Artgenossen gelebt hat, könnte sie auch als Zweithund glücklich sein. Wahrscheinlich ist sie noch nicht stubenrein, aber ihr das beizubringen dürfte kein Problem werden. Sie könnte in einer Wohnung oder in einem Haus mit Grundstück leben, aber nicht als reiner Hofhund. Daisy soll engen Kontakt zu ihren Menschen haben, denn das ist ihr sehr wichtig. Nun wird noch der Besitzer eines blauen Wellensittichs gesucht, der in der Gotha-Mozart-Straße in einem Garten gefunden wurde. Bubi, wie er im Tierheim genannt wird, saß dort auf einem Baum und ließ sich ganz leicht per Hand einfangen. Jetzt sitzt er allein und traurig im Käfig und wartet auf seine vertrauten Menschen.